Shalom und guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Wir werden unsere Parasha, unser Wochenabschnitt weiterlesen. Parasha Dvarim, Wochenabschnitt Dvarim. Der heutige Abschnitt ist im Buch Dvarim, Deuteronomium, Kapitel 1, Vers 39. Also wir halten jetzt mitten in Moschees letzte Rede, seine letzte Rede vor dem jüdischen Volk, vor seinem Volk. Eine lange Rede von 36 Tagen. Also das ist Moshe Rabbeinus letzte Rede nochmal, bevor er sterben wird und bevor das Volk Israel nach Eretz Israel einreisen wird. Gestern hat Moshe in seiner Rede über die Geschichte der Meraglim gesprochen, die 12 Spione, die nach Eretz Israel geschickt wurden, um zu sehen, wie es dort ist, wie sieht es aus. Und die Spione sind mit einem sehr schlechten Bericht zurückgekommen, dass Eretz Israel sehr gefährlich ist und so weiter. Und die Juden haben alles geglaubt. Alles, was sie gesagt haben, dass es unmöglich sein wird, Eretz Israel zu erobern, dass Eretz Israel sehr gefährlich ist und so weiter. Das alles haben die Juden geglaubt. Und die Juden hatten viel Angst und sie haben ihr Vertrauen in Gott verloren. Weil Gott hat sehr klar gesagt, dass Eretz Israel ein schönes und gutes und sicheres Land ist. Wir werden Eretz Israel leicht erobern, ohne Probleme, aber die Juden haben das nicht geglaubt und sie machten eine Revolution, einen Aufstand gegen Moschee und gegen Gott und dafür wurden sie streng bestraft, dass eine ganze Generation von Männern im jüdischen Volk, im Volk Israel, nicht das Land Israel, Eretz Israel betreten darf. Eine ganze Generation, das heißt von dieser Generation sind nur die Frauen und die Kinder am Leben geblieben und nur die Frauen und die Kinder sind nach Eretz Israel gegangen und darüber wird auch Moshe heute in seiner Rede sprechen. Also das ist Ende von der Geschichte mit den 12 Spionen. Also lasst uns sofort anfangen in den Worten der Tora, Vers 39, nochmal Kapitel 1, Buch Deuteronomium. ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבואו שמר ולהם את ננה והם ירשוע. Über eure kleine Kinder habt ihr gesagt, sagt Moshe in seiner Rede. Sie werden zur Beute werden, habt ihr gesagt. Ihr habt damals gesagt, wir haben Angst nach Eretz Israel zu gehen. Was wird mit unseren Kindern sein? Sie werden zur Beute werden, sagt jetzt Moshe. Und eure Kinder, worüber ihr gesagt habt, sie werden zur Beute. Diese Kinder werden nach Eretz Israel kommen und ihr werdet nicht. Eure Generation von Männern wird nicht nach Eretz Israel kommen. Ihr müsst in der Wüste sterben als Bestrafung. Und eure Söhne, eure Kinder, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen dorthin kommen. Ihnen werde ich das Land geben, weil sie haben noch gar nichts getan. Wie Moshe sagt, sie wissen nicht, was gut und böse ist. Sie sind noch klein und sie werden nach Eretz Israel gehen. Sie werden das Land in Besitz nehmen und ihr nicht. ואתם פנו לכם וסור המדבר הדרך ים סוף, sagt Moshe, eure Kinder werden nach Eretz Israel gehen, aber ihr werdet hier bleiben, jetzt wendet euch, dreht euch rum und zieht in die Wüste den Weg zum ים סוף, zum Roten Meer, zum Schilfmeer. ותענו ותאמרו אלייך, תנו לאדוני, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל עשה ציוונו אדוני אלוהינו, ותגררו איש את כלי מלחמתו, ותנו לעלות ההרה. Erzählt Moshe weiter, da habt ihr mir alle beantwortet und ihr habt mir gesagt, wir verstehen jetzt, wir haben gegen Gott gesündigt, Entschuldigung, aber jetzt wollen wir nicht aufgeben, wir wollen nicht einfach in der Wüste sterben, wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz so wie uns Gott befohlen hat und ihr habt euch alle mit euren Kriegswaffen umgürtet und ihr bestandet darauf, auf das Gebirge zu ziehen und die Völker zu bekämpfen. Also in anderen Worten, alle diese Männer von dieser Generation haben damals verstanden, wir haben jetzt gar nichts zu verlieren. Lasst uns mindestens versuchen, die Völker dort in Israel zu bekämpfen. Lasst uns versuchen, nach Eretz Israel zu gehen und die Leute dort zu bekämpfen. Aber was hat Gott dazu gesagt? Natürlich war Gott nicht damit zufrieden. Man kann nicht einfach so nach Eretz Israel gehen, ohne Erlaubnis von Gott. Nicht mit allen anderen. Und noch, Gott hat gesagt, sie dürfen nicht nach Eretz Israel. ויאמר אדוני אלי, אמר להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם ולא תגפו לפני אויביכם. זאגת משה, דזאגת גוד צו מיר, זאגה אינן, זאגת צו דיזה מנה דייץ נח ארץ ישראל, אונה אלאופ נסגיין וולן. Ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte. Ihr würdet sonst von euren Feinden geschlagen werden. Das heißt in anderen Worten, wenn ihr jetzt entscheidet, trotzdem nach Eretz Israel zu gehen und die Völker dort zu bekämpfen, die gefährlichen Völker dort zu bekämpfen, ihr sollt wissen, sagt Gott, ich bin nicht mit euch, ich bin nicht in eurer Mitte und ihr werdet verlieren. Ihr seid nicht stark genug, gegen diese starken Völker zu kämpfen. Dann habt ihr jetzt eine Wahl. Oder jetzt zu sterben auf brutale Weise in einem Krieg gegen gefährliche Völker. Oder in ein paar Jahren normal in der Wüste zu sterben.
Sagt Gott, ihr werdet es nicht schaffen, gegen diese Völker zu kämpfen, vergisst es. Also eigentlich, wenn man jetzt sowas von Gott hört, dass Gott nicht an unserer Seite ist, wir werden es nicht schaffen, gegen diese Völker zu gewinnen in einem Krieg, dann eine normale Reaktion wäre natürlich nicht zu gehen. Stimmt? Besser in ein paar Jahren sterben in der Wüste, normal zu sterben, als jetzt und noch in einem Krieg, in einem gefährlichen Krieg gegen gefährliche Völker. Das ist schlimm. Warum hätte ich das getan? Und Gott sagt mir sehr klar, das nicht zu tun. Dann hätte ich das natürlich nicht getan. Aber ihr werdet es nicht glauben, die Juden, diese jüdischen Männer, haben nicht Gott zugehört. Und das wird auch jetzt Moshe sagen in seiner Rede, Vers 43. Sagt Moshe, da sagte ich euch, geht nicht dorthin, macht das nicht, Gott ist nicht an eurer Seite. Aber ihr wolltet nicht hören und ihr seid gegen den Befehl Gottes gegangen und wart vermessen genug, auf das Gebirge zu ziehen. Ihr hattet die Chutzpe, wie man sagt, trotzdem nach Eretz Israel zu gehen und zu versuchen, die Völker dort zu bekämpfen, trotz aller Warnungen von Gott und von Moshe Rabbeinu. Und was glaubt ihr, was ist passiert? Waren diese Juden erfolgreich in ihrem Krieg gegen diese gefährlichen Völker auf dem Weg nach Israel? Natürlich nicht. Und das war auch eine sehr tragische Geschichte. Die Juden, die dort gegangen sind, ohne Erlaubnis von Gott, wurden komplett zerjagt und geschlagen. Also lasst uns das in den Worten von Moshe Rabbeinu sehen, Vers 44. Vayisseh Moria Yishem Behara'u Likratchem Vayedefuchem Kashet Asena Advorim Vayetu Etchem Besir Ad Chorma. Da zogen euch die Amoriter, die auf jenem Gebirge wohnen, entgegen. Also die Amoriter, die wohnen dort auf diesem Berg, wo die Juden jetzt hinaufgehen. Und sie verfolgen euch wie ein Bienenschwarm. Also sie verfolgten diese Juden wie ein Bienenschwarm und zersprengten euch in Seir bis nach Choma. Also komplett, komplett fail, fail, fail. Okay, sehr interessant. Warum steht es, dass die Juden wie einen Bienenschwarm verfolgt wurden? Was für eine Bedeutung hat das Bienenschwarm? Das ist ein bisschen komisch, das haben wir noch nie gesehen in der Tora. Also sehr interessant, erklärt Rashi, weil genau wie eine Biene stirbt, nachdem sie jemanden gestochen hat, die gleiche Geschichte war mit diesen Amoritern. Sehr bald, nachdem sie die Juden angegriffen hatten, stimmt, sie waren zwar erfolgreich, sie haben den Krieg gewonnen, aber kurz nachdem wurden dieselben Amoriter, wenn ihr euch erinnert, über den Krieg mit den Amoriter haben wir schon vor ein paar Wochen gesprochen, also der richtige Krieg mit der Hilfe Gottes, dann wurden die Amoriter komplett zerstört. Also vielleicht jetzt, wenn diese Juden nicht mit Gott waren, ohne die Unterstützung von Gott, waren die Amoriter erfolgreich. Aber später, nachher, als die Juden nochmal gekommen sind, und damals waren sie richtig auf dem Weg nach Eretz Israel, damals waren die Amoriter nicht erfolgreich und sie wurden komplett, komplett zerstört. Genau wie eine Biene, nachdem es sticht, kurz nachdem stirbt es auch. Und das ist auch mit den Amoriter passiert. Okay. Also die Juden wurden aus dem Land der Amoriter vertrieben, wie gesagt, und jetzt kommen sie zurück zum Lager des jüdischen Volkes in der Wüste, völlig besiegt, ohne Moral, ohne Motivation, und jetzt haben sie verstanden, wie schlimm sie gegen Gott gesündigt haben, sie haben Gott nicht zugehört, und sie fangen an, vor Gott zu weinen, und Gott um Vergebung zu bitten, aber Gott hat überhaupt nicht zugehört. Gott hat genug gehört, das ist nicht aufrichtig, sie weinen nur, weil sie besiegt wurden, sie fühlen sich nicht wirklich schuldig gegenüber Gott und deswegen hat Gott jetzt keine Gnade, Gott will nicht mal zuhören. Diese Juden, sie haben verstanden, vielleicht haben sie verstanden, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, nach Eretz Israel zu gehen ohne Erlaubnis von Gott, aber jetzt ist es zu spät, Gott will nicht mal zuhören. Sie weinen vor Gott, Gott will gar nichts hören. Sagt Moshe weiter, und dann seid ihr in Kadesh, in der Wüste, lange Zeit geblieben. 19 Jahre in einer Station in der Wüste, in Kadesh seid ihr geblieben. Okay, Kapitel 2, Vers 1, letzter Vers für heute. Sagt Moshe, dann haben wir uns gedreht und wir zogen wieder in die Wüste, den Weg zum Roten Meer, genau wie Gott uns befohlen hat zu tun. Und wir sind lange, lange Zeit um das Gebirge Seir herumgegangen. Und dieser ganze Umweg war eine Strafe für die Juden, für die Sünden des jüdischen Volkes, weil eigentlich konnten sie jetzt geradeaus Richtung Eretz Israel gehen. Ja, eigentlich sollte die Reise bis nach Eretz Israel sehr kurz sein. Aber nein, sie haben sich umgedreht, wieder in die Wüste, Richtung Rotes Meer. Und sie sind in der Wüste noch lange, lange Zeit geblieben. Und das war eine Bestrafung für die Sünden des jüdischen Volkes.
Gut, das war der Tora-Abschnitt von heute. Morgen geht es weiter mit der Rede von Moshe Rabbeinu, die Erzählungen, die Geschichten von Moshe Rabbeinu, was damals in der Wüste passiert ist. Moshe erzählt, was als nächstes passiert ist in der Reise des jüdischen Volkes durch die Wüste. Alle Ereignisse, die damals passiert sind. Und darüber werden wir morgen lernen, das werden wir morgen lesen. Bis dann wünsche ich euch alle einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt stark, Shalom und bis morgen. Tschüss.